Willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario Color Splash. Es gibt noch eine kurze Planänderung, denn wir sind noch in der Lage, wir können den Secret-Stern aus dem Papyroni-Pfad auch holen, denn ich weiß, wo der letzte Toad ist, und zwar hier beim Sierra Leone, aber das Level können wir nicht weit machen, weil ist jetzt dann gleich. Wir uns dann gleich um den Kammer-Syndrom kommen, weil ich bin mir irgendwie ziemlich sicher, dass man dort oben auch noch den Feuerlöscher braucht, den man nur aus dem Papyroni-Pfad bekommt. Und dieses gigantische Tor sagt schon, ja, kommst du nicht rein. Also kann man nicht davon ausgehen, dass man wahrscheinlich hier den großen roten Farbstern braucht, um weiterzukommen. Weil das normale Einfärben, das geht einfach nicht so. Oder reden wir mal mit ihm, vielleicht hat er einen Rat. Willkommen am Feuer aus Tor, Mario. Obwohl sowohl vom Feuer als auch vom Rost nicht mehr so viel übrig geblieben ist. Nein, ich befürchte, dass es eine markanten Farbgebung fast völlig beraubt wurde. Außerdem ist es abgeschlossen. Wie soll es jetzt denn jetzt enden? Das Normaltor, das Farblostor? Einfach irgendein Wort mit Tor zu kombinieren, ergibt doch wenig Sinn. Es dürfte sich wohl erst, wenn wir es wieder eingefärbt haben. Da braucht man aber massig Farbe. Ich glaube nicht, dass selbst mein vollständiges Team mehr schaffen könnte. Das erinnere ich mich an etwas. Wir haben doch Teamtreffen. Ich muss los. Lila, Red the Toad Nummer 2. Bereit zum Einsatz. Und jetzt muss ich mich sofort bei meinem Anführer auf dem Papyroni-Pfad melden. Hier braucht man wirklich eine ganze Menge Farbe. Wir allein schaffen das nicht. Konzentrieren wir uns einfach darauf, weitere Farbstände zu finden. Um die Sache hier können wir uns später kümmern. Einfach so viel dazu. Weil ich gehe davon ziemlich aus, dass man dort den großen roten Farbstern braucht. Oh, hier wird sogar noch gekennzeichnet. Ja, und da wird es auch noch gekennzeichnet, dass wir jetzt alle lila Rettetoads haben. Dann können wir zum Papyroni-Pfad und dieses sogar abschließen. Denn die letzten Farblosflecken sind alle dort oben beim blauen Secret-Farbstern. Und ich habe mich auch dementsprechend jetzt für den Kammer-Syndrom auch gut gehabt. Ich habe mir jetzt noch ein paar Karten gegönnt, weil ich so ein Bonze bin. Ne, das hat einfach nur den einen Sinn, falls nämlich dieser Stern für die Kamek nochmal auftaucht und mir wieder die Karten kaputt macht. Dass ich auf jeden Fall noch Alternative habe, wie ich ihm nämlich eine in die Fresse polieren kann, diesem Obermagier. Der hat leider mal ab und zu mal, wenn er mal Bock hat, mal so in einem normalen Kampf auftaucht und mir alles kaputt macht. Weiß auch nicht, was sich Intelligent Systems dabei gedacht hat, dass sie denn jetzt noch mehr eingefügt haben als in Sticker Star. Abzählen! 1, 2, 3! Die Lila Red Toads sind vollständig und angetreten. Naja, aber nur weil man sie beim Abhängen erwischt hat. Stimmt. Dafür helfen wir ihm jetzt aber auch. Lila Red Toads bereit machen zum Abstufung. Und los. Autsch, das tut ein bisschen weh. Abstufung abgeschlossen. Mario, jetzt kommst du bestimmt die Wand hoch. Probier's mal. 1, 2, 3. Anführer! Ja, etwas für ihn, Dank. So, den Feuerlöscher nehmen wir noch raus. Den werde ich dann wahrscheinlich auch noch an dem Sticker-Museum spenden. Und ihn dann nochmal auf Cam nochmal holen, weil das geht ja ganz fix, da brauche ich jetzt nicht noch Münzen dafür auszugeben. Feuerlöscherkarte halten, speit eine Kohlendioxidwolke, die jede Flamme erlöschen lässt. Davon bin ich mir sehr, sehr selbstbewusst. Naja. Wie dem auch sei, und da mir noch ein Toad entfärbt ist. Oh Mario, du hast mir meine Farbe wiedergegeben. Vielen Dank dafür.
Ich muss jetzt aber wirklich los, ich habe noch eine Verabredung. Viel Glück weiterhin, Mario. Je nachdem, was es für eine Verabredung ist. So, und jetzt von den Farblosfäckern haben wir bei Papyronipfad 100%. Damit haben wir das auf jeden Fall erledigt. Okay, die Songs nur einmal. Ich wollte ein bisschen noch herumdrohen. Und da haben wir ihn. Da noch ein bisschen abdancen. Und der Stern führt uns nur zur Indigo-Grotte. Also ist wieder mal so ein Alternativweg. Aber dafür, dass wir jetzt die 100% hier haben, das ist auch wert. Dann werden wir noch kurz ins Kartenmuseum die Dingskarte einspenden. Dann hole ich die Off-Cam nochmal und bewege mich dann auch noch Off-Cam zu der Stelle, der wir das letzte Mal verblieben sind. Oder zusammen und ab der Treppe. Ich werde schauen, dass ich vielleicht die Kämpfe irgendwie skippen könnte, weil ich habe wirklich nicht Bock, diesen Kamek noch einmal über den Weg zu laufen, weil ich irgendwie das Pech habe, dass ich die magisch anziehe. Und ehrlich gesagt, ich habe wirklich keine Lust mehr mit ihm zu prügeln. Wenn ich ihn das nächste Mal so richtig offen auf dem Kampffeld sehe und ich dann richtig einen reinhauen kann, dann werde ich dann so richtig mein Vergnügen haben. Oh ja, du hast guten Gebrauch von deinem Farbhammer gemacht, nicht wahr? Ja, denke nicht, dass uns das nicht aufgefallen wäre. Dank deiner Bemühungen waren wir in der Lage, unsere Audiothek um zusätzliche Musikstücke zu erweitern. Heißt also, pro 100% eingefärbte Fläche in den Level kriegt man immer ein Musikstück dazu. Oder zwei oder drei. So haben auch die 100% auch wirklich ihren richtigen Sinn. So, dann spende mir gerne mal den Feuerlöscher. Und hat sonst der Toad noch was zu sagen? Nö. Dann war es das mal vorerst. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir beim Kamesitum bei der Todestreppe sind. Bis. So, und da sind wir jetzt auch schon bei der Treppe des Todes angelangt. Ja. So, den ersten haben wir geskippt. Der zweite auch. Ja, der wird ein bisschen schwer zum Skippen sein, aber es sollte machbar. Ich ganz links bleiben. Ja, sind durch. So. Und durch. So. Und durch. Und dann müssen wir jetzt ganz in der Mitte laufen. Am besten, wir stellen uns ganz in der Mitte und warten, bis sie durch sind. Perfekt. Okay, die werden einfacher zum Skippen sein. Die sind wenigstens zu blöd und können keine Treppen fliegen. Aber runter können sie. Okay, da durchzukommen wird nicht einfach. Vor allem, wenn man hier noch ein paar Farblosflecken einzufärben hat. Abgenutzt haben wir mal 5. Schauen, ob wir die dann auch aufbewahren könnten irgendwie. Weil wir bräuchten die dann auch wieder fürs Kartenmuseum. Und sonst werde ich dann halt die Offcam da immer holen gehen. So. Jetzt drüber. Wir sind durch. Und wir sind oben. Und ich habe jetzt die Treppe bewusst geskippt, weil wenn da oben Kamek auftaucht, das ist für mich ein Todesurteil. Wenn der mir alle Karten wieder kaputt macht. Und bevor ich dich bekämpfe, werde ich noch die Karten nochmal sortieren. So, wo ist jetzt der Hammer, damit ich den nicht aus Versehen benutze? Oder sollte ich lieber zurück? Das ist jetzt die Frage.
Und dass der mir noch versaut wird. Es gibt doch sicher vor dem Bosskampf sicher noch einen Speicherblock. Und vielleicht finden wir noch einen zweiten. Okay, du bist Ärger! Dann kriegst du ihn auch. Oh Gott, das ist eine ganze Armee. So, was haben wir für dich? Ja, ein paar Hämmer. Ja, diese Rinsprünge, die bringen ja nichts. Okay, ich muss es klüger machen. Den ersten per Sprung und den zweiten mit dem Hammer. Ja, sonst geht das ja nicht, weil der eine einen Pickel-M hat. Und er hat mir jetzt die gesamte gelbe Farbe geklaut. Naja, aber da wird jetzt auch ein Seriensprung reichen. Und wenn nicht, dann hat noch einen normalen Sprung hinterher. Ja, es hat sogar gereicht. Aber das hat der normale Sprung halt für nichts. Wenn alle Kämpfe zu skippen, ist jetzt auch nicht gerade das Gelbe von mir. Das heißt dann wahrscheinlich, dass ich dann vor dem Bosskampf nochmal kurz auf Cam runterlaufe, nur um die Karte ins Kartenmuseum zu spenden. Ja, und genau deswegen hasse ich ihn, Zweiter Kampf und schon taucht er auf. Und was willst du jetzt machen? Oh Gott, da brauche ich aber eine ganze Hammer-Serie. Uch, da hab ich doch gerade bis auf 6 von alle gemobst, das siehst du nie wieder, also du gewinnst. Und weißt du was, ich gewinne sowieso. Du kannst machen, was du willst. Ich hab genug Hämmer für euch alle. Und wieder mal ein Exzellent. Und noch ein Exzellent. Und für dich noch. Ein normaler Hammer. So, jetzt muss ich die auch wieder neu sortieren. Wegen ihm. Und den gelben Peak Sky erhalten. So. Dann sortiere ich die jetzt nochmal, weil die werden jetzt auf jeden Fall nicht. Ich muss jetzt merken, wo wieder was ist, falls der kleine Hosenscheißer nochmal auftaucht. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Jetzt wisst ihr, warum ich die Bossköpfe gerne skippe. Jetzt wisst ihr's. Man kann es halt nicht recht machen. So, dann muss ich noch kurz runterspringen, weil da auch noch ein Farblosfleck ist. Schlimmste ist halt von den Karten, die du halt nur per Dingens kriegst, halt per Farblosfleck. Da ist noch ein Block. Alter, da könnt ihr so viel laufen, wie ihr wollt. Ich bin schneller. Oder auch nicht. Muss ich die wahrscheinlich alle ausschalten, oder wie? Dann kommt mal alle her. Denn für euch habe ich nämlich eine schöne Karte aufgehoben. Eine sehr schöne Karte. Sie nennt sich Seriensprung. Und da wird mir eine reichen, um euch alle ins Nirvana zu schicken. Tschüss, 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 tschüss.
Also da haben wir die Intelligent Systems auch mal ein bisschen dran gedacht, dass man da nicht jeden skippt. Also ich bezweifle, dass man den Bosskampf noch in dem Part schaffen, aber spätestens im nächsten Part ist es dann soweit. So, jetzt hier die Treppen und da gehen wir kurz runter, weil da oben noch ein Block ist mit einem großen Hammer. Ich sollte eigentlich jetzt schon gehen, so mit dem großen Hammer, nur dass ich den nicht aus Versehen verbrauche. Okay, der wäre weit hinten, neben den Doppelhämmer. Ja, in Färben wollte ich die jetzt eigentlich nicht. Wie sieht es mit den Farblosflecken aus? 99%, da gibt es nur noch einen einzigen Fleck. Das heißt, wir sind nah am Endpunkt des Geschehens. Das heißt, hier irgendwo muss der Endpunkt sein. Nanu? Nanu? Sage Grüß, mein Herr. Rein zufällig suchen auch wir nach dem großen Farbstern. Dürfte ich vielleicht nach deinem Namen fragen, um dir vorschlagen, bei der Suche nach dem großen Farbstern zusammenzuarbeiten? Hallo? Farbmann, ich würde nicht mit dem zusammenarbeiten, der ist unser Feind. Hallo, ich bin Farbe und das ist Mario, genau der Mario. Riesengroßer Malstern. Genau, wir suchen einen großen Farbstern. Hast du einen gesehen? Ich, Morten. Ja, sehr angenehm, Morten. Weißt du, wir brauchen den großen Farbstern ziemlich dringend. Warum hätte ich das Gefühl nicht los, dass uns dieses Gespräch keine Pinselbreite weiterbringt? Weil er vielleicht stur ist? Mario? Mario! Kein Malstern für Mario! Was? Er hat einfach den Baum kaputt gemacht. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass dieser Typ schon mal von dir gehört hat, Mario. Ja, sag mir mal so, seit Super Mario World hat er einen Hass auf mich. In Mario & Luigi Paper Jam Bros. Hat er einen Hass auf mich. Sag mir mal so, er hasst mich. Diese Motto könnte uns gefährlich werden, wir sollten besser vorsichtig sein. Ach nee. Der könnte gefährlich sein. So, ich könnte mir auch Probleme mit dem Seriensprung plätten. Wir haben noch ein paar. Aber ich habe noch, glaube ich, noch ein paar Uneingefärbte hier hinten. Dass man die noch verwenden. Ich weiß nicht, ob das für alle reicht. Weil der Schildgeist. Okay, es hat sogar für alle gereicht. So, und diesmal letzter Comic Zeit, denn er weiß, was ihm blüht, wenn er sich nochmal einmischt. Okay, für den müssten wir jetzt halt so machen, dass wir mal einen normalen Sprung und dann einen Hammer hinterher. Obwohl, da wäre mir ein Ding, so ein abgenutzter Sprung sogar noch lieber. Könnte sein, dass der Hätteste noch überlebt. Oder so. Der hat die Schockwelle nicht überlebt. Ich sollte echt mehr Vertrauen zu Mario haben. Tut mir leid. Okay, hier hätten wir einen Speicherblock. Und wir kommen jetzt hier rüber. Was für eine dumme Frage. Natürlich so. Hoffentlich ist der letzte Farbfleck auch dort drüben.
Also gespeichert hätte ich zum Not. Vielleicht könnte er auch auf der Spitze sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es jetzt dann hier dann um den Bossfight geht. Also, dann werde ich das mal so lösen. Weil ich jetzt nicht Bock habe, die Hämmer noch zu verlieren. Werde ich jetzt nochmal aufgreifen, zurück ins Museum gehen, die mal alle einspenden. Und wir sind jetzt dann gleich wieder hier auf der Spitze des Turms. Bis. So, da sind wir auch schon wieder zurück, denn wir werden... Ich habe jetzt alles aufgerechnet, was ich erledigen muss, mich geheilt. Und wieder gut durchgekommen, ohne einen Gegner anzuhitten, weil es... Ich will dann nicht gerade ein bisschen zu sehr betrügen dadurch. Und jetzt werden wir Morten den Farbstern abknüpfen, bevor er überhaupt ihn in den Händen halten kann. Und ich gehe davon aus, dass der letzte Farbfleck wahrscheinlich hier oben ist. Morton, Malstern gefunden! Aha, sieh nur, der große rote Farbstern. Aber irgendwas stimmt mit ihm nicht. Wir müssen so schnell wie möglich nachsehen, was ihm fehlt. Böse Mario, Malstern gefunden! Morton, Malstern, mehr gefunden! Mehr Morton! Mehr Mortonen! Morton, Mario, platt machen! Und Morton will unbedingt auf die Fresse. Morton stark! Gleich Mortonen stark! Morton hoch machen! Morton hoch! Morton gucken! Morton sicher! Aha. Okay. Wir haben mit zwei normalen Hämmer kommen. Ich glaube, ich habe noch ein paar uneingefärbte. Und das mit den Augen ist jetzt Morton und wir müssen irgendwie das Podest von ihm zerstören, damit wir ihn runterkriegen. Draufspringen ist nicht gerade so klug. Hoch machen kaputt! Unten machen Angst! Autsch! So, und für dich habe ich jetzt gerade extra was aufgehoben. So. Dann würde ich sagen, wir handeln nicht dran herum, denn wir hauen ihn richtig einen platt. So, wo haben wir das noch? Hier. Einmal großer Hammer und einmal in Hüpfpushen hinterher. Kleiner Hurenzahn! Jetzt verreck! Da merkt man, wie viel der hat. Also da braucht man auf jeden Fall sehr schweres Geschütz. Sagen wir mal einmal Zitrone und... Und was noch? Eigentlich sind mit dem Hüpfpushen eigentlich gut. Dran. Also allzu wenig hält er nicht aus. Dann machen wir mal so richtig sauer.
Also der hält sehr viel aus. Au! Okay, das war jetzt ein bisschen doof gelöst. Morton hochmachen! Ich bezweifle, dass ich den in dem Part noch schaffen könnte. Sonst überziehe ich halt zur Not. Gut, jetzt bist du wieder auf die Tour. Ich habe doch noch einen Doppelhammer. Und jetzt zur Not werde ich mir doch noch einen Pilz reindrücken. Die Pickelhemd, die werden hier nichts nützen. So. Also für dich brauche ich auf jeden Fall sehr grosses Kaliber. Und da wollen wir mal schauen, wie gut die Doppelsprung wirken in Kombination mit dem Hüpfbusch. Und da kann ich etwa genau einschätzen, was er braucht. Okay, der braucht sehr viel. Das könnte ein sehr harter Kampf werden. Morton gefeiert! Okay, jetzt haben wir ein Problem und dafür mussten wir extra jetzt einen Feuerlöscher holen. Und dann werde ich nochmal einen Hüpfpushen hinterher setzen. Um jetzt ein bisschen Farbe zu sparen, werde ich jetzt einen normalen benutzen, der schon eingefärbt ist. So, es wird Zeit, dass wir ihn mal löschen. Tja, das hat ihm sehr viel geschadet. Feuer kaputt! Aber weg! Nur stark! Okay, das alte Prinzip aus den Snickerstar-Serien ist immer noch dabei. Und jetzt krepier, du Schwein! Danke. Morton! Morton verloren! Böser Mario Marstein kriegen! Meister Morton befehlen! Marstein niemand geben! Morton versagen! Ganz traurig sein! Meister? Jemand hat Morton befohlen, den großen Farbstein zu holen? Tja, wer könnte das wohl sein? Es ist ja nicht so, dass es einen gibt, der immer Ärger macht. Die wahren Mario-Kenner wissen, wen ich meine. Und wenn nicht? Tja, habt ihr Pech gehabt, weil ich werde es jetzt nicht so... Ne, ich sag's euch. Bowser! Wir sind also nicht die Einzigen, die hinter den Farbsternen her sind. Naja, wenigstens haben wir den großen roten Farbstern gefunden. Sieht so aus, als wäre er vor lauter Farblosigkeit ohnmächtig geworden. Los, Mario, spring ihn an, damit er aufwacht. Ja, gleich. Aber zuerst holen wir uns noch die Dings hier und befreien den Toad. Und das ist die letzte Prozent, die uns fällt für den Karmesin-Turm. Katzenstatue, die vor der Spitze eines tiefroten Turmes Glückseligkeit verkündet. Also die Glückskatze. Und Toad, was hat uns zu sagen? Die Glückskatze ist weg, aber dafür ist Mario da. Ah, jetzt verstehe ich, die Glückskatze hat Mario geschickt, um Port Prisma zu retten. Ich wusste doch, dass sich die weite Reise von Port Prisma bis hier auszahlen würde. Und sonst haben wir nichts, und von dem Prozentsatz her... Ja, 100%.
Das heißt, der Karmesinturm ist erledigt. Und was jetzt danach gibt, das sehen wir uns dann gleich. Großen Farbstern halten. Und ich hab's mir schon gedacht. Dann wissen wir schon mal, wo es im nächsten Part weitergeht. Endlich, der große rote Farbstein ist wieder da, wo er hingehört. Und das alles haben wir nur dir zu verdanken, Maru. Ich weiß nicht, was wir ohne dich machen würden. Ich danke euch beiden. Warte mal, hat der Farbstein etwa gerade etwas gesagt? Das ist doch nie zuvor vorgekommen. Nein, das kann nicht sein. Es ist eher so, als würden wir seine Stimme in unserem Köpfen hören, oder? Das stimmt, Fabian. Ich nutze die Kraft der Farbe, um direkt über meine Gedanken mit euch zu kommunizieren. Ich danke euch beiden, dass ihr mich gerettet habt. Doch es liegt noch viel Arbeit vor euch. Wie ihr sehen könnt, werden die anderen Farbstände eben noch immer vermisst. Und es hat so lange gedauert, bis ihr den ersten bekommen habt. Wenn es euch von Nutzen ist, kann ich meine Erinnerung an das, was geschehen ist, mit euch teilen. Doch seid gewarnt, es sind keine angenehmen Erinnerungen. Und nun schließt bitte eure Augen. Auch wenn ich den Part brutal überziehe, ist mir jetzt egal. So, jetzt brachte ich sowieso keine Geheimnistuerei. Es ist Bowser! Oder wie ich ihn immer sage, Bowser! Oh, das war ja furchtbar. Wie kann man nur so mit Farbe umgehen? Wenigstens wissen wir jetzt, was mit den anderen Farbständen passiert ist. Dieses schreckliche Monster, ich meine, Bowser hat sie einfach in alle Richtungen davon geschleudert, ohne groß darüber nachzudenken. Ja. Uns hat es in alle Winkel dieser Insel verschlagen. Wir können den Brunnen und unsere ganze Welt nicht mehr mit Farbe versorgen. Doch es gibt Hoffnung, Mario. Fabian, finde die verbliebenen 5 großen Farbsterne und der Brunnen erstrahlt wieder in alte Farbpracht. Viel Glück. Lasst euch von der Farbe leiten. Meine junge Padawans. Wird gemacht. Wir müssen den Prismabrunnen wiederherstellen. Jeder sollte die Farbvielfalt sehen, die er für unsere Stadt bedeutet. Leute, wir haben einen unserer großen Farbstände zurück. Das verlangt nach einer Feier. Denkt ihr, was ich denke? Tautanz! Prisma Ball. Und jetzt wissen wir auch, wie wir die KP Plus Dings kriegen. Maximale KP erhöht auf 75. Oh, der große Farbstein hat die neue Kraft gegeben, Mario. Gut, was wir wirklich gebraucht hätten, wäre eine Karte, auf der zu sehen ist, wohin das Monster unsere Farbsteine genau geworfen hat. Aber für den Anfang muss das reichen. Ich hoffe nur, dass wir stark genug sind, um dieses Monster, ich meine, Bowser, zu besiegen. Thank you.
Erfreut doch von diesem Anblick. Bowser! Ich habe mir die Macht der schwarzen Farbe zunutze gemacht. Nichts kann mich jetzt noch aufhalten. Schon bald werde ich die Macht der schwarzen Farbe mit aller Welt teilen. Und natürlich, wie kann man es nicht anders erwarten? Mario, Prinzessin Peach wurde von Bowser entführt. Wie hätte das jemand ahnen können? Ist ja nicht so, dass das jedes Mal passiert, immer dass sie entführt wird, wenn sie immer irgendwo hin ist. Ich weiß, dass ein solcher Vorfall höchst ungewöhnlich ist. Eigentlich nicht. Das passiert immer in jedem Mario-Spiel, dass sie entführt wird. Doch könntest du uns vielleicht helfen, sie zu befreien? Warte, Mario, wir brauchen einen Plan. Wir wissen ja nicht mal, wo die Luftgaräre hinfliegt. Außerdem, naja, hast du dir diesen Bösewicht einmal angesehen? Er hat die Farbsteine ohne Probleme durch die Gegend geschleudert. Hey, was ist das denn? Das ist eine Peach-Miniatur. Du weißt schon, eine Postkarte, die aussieht wie Prinzessin Peach und nur von ihrem Empfänger geöffnet werden kann. Sie muss diese Nachricht noch schnell abgeschickt haben, gerade als Bowser sie entführt hat. Das ist ja mal was. Ein Hologramm in hochauflösenden 2D-Grafik. Und ich weiß, ich beziehe den Part brutal. Es ist so flach, dass man direkt meinen könnte, sie stünde vor einem. Mario, ich wurde von Bowser entführt und er wirkt verändert. Abgesehen von der schwarzen Farbe natürlich. Und dass er noch viel stärker ist als sonst. Es scheint mir nichts tun zu wollen, aber ich wüsste es wirklich zu schätzen, wenn du mich so schnell wie möglich retten könntest. Ich glaube, der wird schon wieder Sex mit mir. Ich weiß noch nicht, wohin die Luftgaläre fliegt, doch ich sende dir eine weitere Peach-Miniatur, sobald ich es herausfinde. Peach. Nun, wenigstens wissen wir jetzt, dass es ihr gut geht. Im Moment zumindest. Ich habe da eine Idee. Weißt du noch, wie der große Farbstein sagte, dass wir uns von Farbe leiten lassen sollten? Also, wenn wir alle großen Farbsteine wieder zurückbringen, weisen sie uns bestimmt den Weg zu Prinzessin Peach. Ich weiß, es klingt verrückt, aber das ist der beste Hinweis, den wir haben. Komm schon, Mario, wir haben noch viel Arbeit vor uns. So, und mit diesen Worten verabschieden wir uns von dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir dann Sierra Löwenzahn durchqueren. Auf der Suche nach dem nächsten großen Farbstein. Bis dann und tschüss.